Hast du uns fest einen Stuhl lang und fühlst dich zu lebendig? Dann schnapp dir eine fette Würzwurst und lutscht sie kräftig männlich. Unser Gaunsen-Eiran wird von blinden Tieren von Mund gezapft. Das schnellt Omas Luke und macht ihre Lippchen auch noch straff. Wir nutzen nur das Fleisch, das seit Stunden auf dem Boden lag. Ungekühlt und würzig kriegst du Durchfall extra stark. Geruch und Geschmack sind egal bei Kies und Kreis. Wichtig ist nur eins, der Dönerpreis bleibt gleich. Salutsch! Salutsch! Salutsch, wo bist du? Vlatschki! Salutsch, was machst du da hinten in der Ecke, Salutsch? Hast du besorgt, was ich gesagt habe? Guck mal, ich habe Kohlekopf besorgt. Kohlekopf? Was ist das für ein Rassismus hier? Wie jetzt Kohlekopf? Nix. Kohlekopf. Ich habe Kohlkopf gesagt. Kohl, wie Gemüse und so. Ist, Allmann fressen, du weißt schon. Ich mache nur Produkte aus näherer Umgebung, lokale Dienste und lokale Kohlekopf. Oh, du bist doch verrückt. Jetzt, was soll ich mit diesem Klumpen Kohle? Du hast gesagt Kohlekopf und ich wollte machen Kohl. Du hast doch gesagt, du machst Kohlesuppe. Ja, Kohlsuppe. Kohl. Ist doch selbe. Ist nicht. Ist nicht. Ist nicht. Warum liegen hier noch überall Kohlekopf, Teller? Aber ich sage nicht. Das Personal. Können wir nicht das gute Personal einstellen? Alter, die Gammelsuppe ist richtig im Business. Richtig im Biss. Nee, wirklich. Top-Bewertung mit dem Rotten Stuff. Die Leute wollen Vergammeltes. Ich hab's immer gewusst. Krass eigentlich, ne? Wie sie Vergammeltes lieben. Leute lieben Gammel. Die lieben den Gömmel vom Vortag. Ich lieb den Gömmel aber auch. So, ja. Erstmal hier. Die wollen den Rotten Juice. Salz alle. Wir brauchen neues Salz. Ah, die vergammelte Suppe mal wieder. Chock. Richtig, richtig schön Choke. Was wollte ich noch machen? Lamm brauchen wir noch. Zwiebeln sind auch schon wieder so gut wie leer. Grüne Paprika ist auch schon wieder so gut wie leer. Und Knoblauch haben wir auch schon bald wieder alles leer. Ja, irgendwie ist das jetzt in diesen neuen Gerichten, ist das alles mit drin immer, ne? Sehr Knoblauch-lastig, ja. Knoblauch-lastig. Mein Knoblauch ist wieder geschwollen. Mein Arzt hat gesagt, ich muss aufpassen. Ja, ich habe auch Knoblauch-Probleme in letzter Zeit. Ich brauche noch Salz und das Knoblauch da hinten sieht aber nicht gut aus, junger Mann. Ich glaube, sie haben ein bisschen Physalis in ihrem Knoblauch. Alter, oh, der Kohlekopf hier. Und das kriegt jetzt die Kritikerin, hast du gemeint. Der willst du so richtig den... Ja, ich weiß ja nicht, ob die Kritikerin... Also... Den Shadow, hast du gesagt, willst du kann verlieren. Man bei der Kritikerin oder bei den Kritikern an sich, kann man da verlieren? Ich meine, was haben wir dem ich letzten weiß es nicht. Serviert? Keine Ahnung. Teller aus Erdbeeren, Orangen, Früchten... Na, wir haben die gebraten und haben irgendwie ein bisschen Suppe drüber gegossen, so, da war ja alles drauf. Wir haben irgendwie auch noch ein vergammeltes Hähnchen, was wir noch irgendwie hinterm Ofen hatten. Das war eine ganz wilde Zeit. Aber der fand's geil, hat er gesagt. Der fand's richtig gut. Ja, der hat gesagt, ist wie eine Leinwand voller Kacke. Ist wie eine Leinwand voller Dünsch. Der goldene Enddarm. Das ist eine französische Auszeichnung. Der goldene Enddarm. Ja, Laden ist offen. Heute ist der Tag, wir sehen uns in ein paar Stunden. Guck mal, der wird auch nicht mehr heiß, der Schädel. Der ist so krass durch. Mhm. Das ist einfach nur ein kalter, lebloser Klotz. Wir haben alles Leben aus ihm rausgebraten. Und Zwiebeln sind auch bald alle. Ja, habe ich ja eben gerade aufgezählt, dass bald alles ja, Wecko ist. Zwiebel, Kartoffel, weil ich wollte eben den Burger noch vorbereiten. Na, ich gehe einkaufen, ich habe gar nichts zu tun. Okay. Alter, da draußen ist eine Schlange, eine Armee aus Menschen. Alter, was ist das denn für eine Mutation? Irgendwie so ein ganz merkwürdiger Babusch war da draußen. Ein ganz merkwürdiger Babusch. Dann grüne Paprilek. Guck mal, es gibt auch noch Karotten und sowas. Wann kommt das? Frühlingskarotten? Irgendwie einen Salat reinrühren? Ja, wahrscheinlich kommen Salate dann oder so, ne? Stimmt, ich glaube jetzt hier mit der Veganerin. Die ist bestimmt vegan, wetten? Ja, dann kriegt die schön den Schädel halt serviert. Den Lammkopf, Alter. Das ist das, was Veganer lieben. Veganer lieben verbrannte Lammköpfe. Wir haben das Fleisch komplett rausgebrannt aus dem Lammkopf. Ja, da ist nichts mehr an Fleisch drin. So.
So, jetzt kriegen die noch hier ihren Burger. Die war nämlich schon sehr sauer. Oh, jetzt wird hier schnabuliert, ey. Jetzt wird hier... Ich habe auch gehört, wie jemand gerade eben eine Tasse Durchfall gezogen hat. am Automat. Da geht mir mal das Herz auf. Ja, es gibt auch so, die Toilette hat auch so eine digitale Anzeige, auf welchem Level dein Durchfall ist und ob du nochmal wiederkommen musst. Dann gibt es so eine Stempelkarte. 6 Wochen Dauerdurchfall. Es gibt auch einen Durchfallbonus und so, ne? Ja, ja, eben. Dann kriegst du halt richtig schön, dann kriegst du den Kohlekopf. Den goldenen. Ja, guck mal, der liegt auf dem Grill, wird aber nicht mehr warm. Nee, da ist nichts mehr drin. Das Ding kann nicht mal mehr erhitzen, weil einfach keine Kontaktpunkte mehr sind in diese Welt. Den haben wir so geschändet, dass er jetzt Andersweltmaterial ist. Die Suppe ist alle. Die Lammlachs, Lammkartoffeln, Lammgesicht. Oh, und das ist auch alles. Lammlutschka? Lammlutschka. Nur noch eine Kartoffel? Die ist ja auch rotten, die Suppe, ne? Aber die läuft. Die läuft richtig gut. Hotten Rotten. Das ist so eine richtig schöne Hotten Rotten Suppe. Guck hier, 100, 100, 100. Obwohl Rotten Kram drin ist. Mm. Ich werde gleich da sein. Ich habe Bock auf richtig Durchfall. Das ist ja richtig Bock. Ich will mich ins Koma kacken. Ich würde mich voll gerne ins Koma kacken. Das kann ich nur hier bei euch. Oh, Lamm ist auch leer. Da will noch jemand eine Suppe. Was will der da? Der schnurrbärtige Holzfäller auch eine Suppe. Der Mountie. Meuterei auf dem Mountie. Der Schmountie. Schmountie Davis. Und seine Boys. Der Prius, die alte Höllenmaschine. Vielleicht hol ich mir auch so einen. Richtig schön, so eine Asphaltfräse. Asphaltfräse. Mm. Alter, ist ja wieder alles leer. Wir haben nichts, wir haben das nichts. Was? Burger ist jetzt drin. Was hast du da? Baklava mache ich gerade, dann mache ich die Suppen wieder voll. Ah, okay. Und Lammsuppe ist gleich. Noch da. Die andere Suppe, was ist das andere noch? Kotlets oder was? Lammkotlets nur aus dem Ding holen, aus dem Frigidaire. Alter, ey, nur Suppe und Baklava jetzt gerade. Was ist da schon wieder leer jetzt? Ich hol die Suppe. Achso. Ja, die Lammsuppe läuft ja. Also, da sind noch welche da. Aber jetzt kommt Zwiebelsuppenkumpel. Alter, was hier abgeht, ne? Das ist irre. Halt ja, ja, müssen klar, die sind an dem Punkt, weil sie wissen, es läuft durch. Es läuft einfach durch den Filter, das Zeug. Wir sind Flüssitarier. Wenn ich fest kacke, muss ich mich selbst geißeln. Bei festem Stuhlgang schlage ich mir oft selbst ins Gesicht. Das ist so, das sind so Leute, die verweigern das Wischen. Ich bin Wischverweigerer im 6. Dan. Ich habe schon seit 8 Monaten nicht mehr gewischt. Und wie ist das so? Naja, gut, irgendwann kriegst du halt eine Patina und dann ist es halt wie bei einer guten gusseisernen Pfanne. Ne? So, irgendwann prallt alles ab. Oh, sie ist da. Oh Gott, jetzt geht's rund. Sie marschiert ein, und die Königin. Den Luxus-Toilettentisch. Immer, ne? Das ist aber auch ein Fancy-Tisch. Da kannst du halt direkt... Ey, das ist einfach der Dinner-Saal. Diagonale, ne? Dünschen. Naja. Mm. Oh, hallo, alles Gute. Ich bin Abby. Manche nennen mich die grüne Dünsche-Abby. Im Gegensatz zum Master mag ich es, mich mit Restaurantbesitzern zu vertragen. Ich bin der gute Bulle, weißt du? Der gute Durchfall-Bulle. Wenn Sie meine Zustimmung bekommen, sind Sie bereit, in Ihrem Restaurant gesunde Produkte herzustellen, die Bio-Dünsch auslösen. Bei tierischen Produkten bin ich sehr streng. Wenn Sie sich bei mir beliebt machen wollen, müssen Sie sich dessen bewusst sein, wenn Sie mein Essen zubereiten. Ich möchte, dass du mir eine Mahlzeit ohne tierische Produkte zubereitest. Und zwar mit der Frucht, die ich dir geben werde. Ja, eine Mamamanas. Eine meiner Lieblingsfrüchte. Die Mamananas macht das Anus nass, aber innen bist du trocken. Du kackst also feuchtes Mehl. Sie ist frisch aus meinem Analgarten. Ich hoffe, ihr werdet sie nicht verschwenden. Was du kochst, bleibt dir überlassen. Aus meinem Schlüpfergarten. Aus Schlüpfgarten. Also sie will eine Suppe. Eine Suppe? Oder guck mal, in ihrem Gesicht ist eine Suppe. Wie jetzt? Sie will eine... Da, guck. Ja, so eine Ananassuppe. Na gut, aber ich hab kein... Ach, weißt du was? Hey, das sind tierische... Wie viel ist da noch drin?
Ah, die Mische ist noch relativ voll. In die Zwiebelsuppe vielleicht mit Ananas spicken. Ja, aber einfach. Da ist Butter und sowas alles drin. Ja, aber wie machst du deine Suppe ohne... Ach so, ja, okay. Ah, ich mach jetzt mal so eine fetzige Knoll. Eine Knoll-Gemüsesuppe. Hast du ihre Ananas bekommen? Hat ja. Hat sie irgendwo hingelegt? Ach so. Hab die schon reingemacht. Da ist jetzt Ananas drin. Glaube ich zumindest. Im Topf, oder? Ja, im Topf. Bei mir steht nur Wasser. Jetzt, in ja, bei mir Topf. Auch. Die ist irgendwie buggy. Aber da kommt noch Zitrone rein. So. Dann würde ich sagen, machen wir Petersilie rein. Eine Orange muss rein, ne? Pflicht. Und eine Erdbeere ja. Eigentlich auch. Das wird so eine süße Suppe. Süß-sauer. Alles mit drin. Ich gehe kurz bei ihr stuhlen. Aber ist so schön, du kannst den Leuten beim Stuhlen, kannst du so zugucken beim Essen. Die Klimaanlage bläst mit minus 7 Grad direkt auf den Tisch. Weißt du, so. Soll ich noch eine ganze Erdbeere reinmachen? Ja, Kamin? Ne? Boah, Alter, was ist das für ein... Die ist schwarz, die Suppe. Alter! Oh Gott! Das ist wie bei... Hast du schon mal diese Regenbogen-Badebombe? Ja. Das Kind oder so, das Wasser wird voll braun am Ende. Am Anfang ist das lustig, so, oh, bunter Regenbogen. Aber wenn sich alle Farben mischen, hast du so braunes Wasser. Das sieht aus, als würde das Kind in seinem eigenen Schiss baden. Hm, vielleicht tut das das auch. Wollte ich gerade sagen, vielleicht tut es das auch und denkt sich, Moment, Tarnmodus aktiviert. Ich mag die Bombe, weil ich kann mich schön einscheißen und niemand kriegt was mit. So, das können wir eh nie... Alter, guck dir das an. Guck dir die Suppe an. Ist sie immer noch schwarz, oder was? Ja! Black Soup. Alter, die ist ja richtig Black. Black Beauty Soup. Alter, die wird doch draufgehen. Oh. Was? Es ist schade, ich hatte große Hoffnung in sie. Sie müssen härter arbeiten, um eine Haltestelle auf meiner Jagd nach Aromen in grün angepassten Lebensmitteln zu werden. Wieso? Da war nur grünes Zeug drin. Hätte die Suppe grün werden sollen? Aber hä? Frech, hast du sie noch geohrfeigt, bevor sie gegangen ist? Na, ich hab sie angespuckt. Oh mein Gott, wir sind wieder bei Null. Nee. Wir sind wieder bei Null, wir müssen wieder Baklava und... Was? Ich lade den Speicherstand, du. Das gebe ich mir nicht. Alter, das ist frech. Naja, sie hat doch gesagt, vegetarisch, kein Fleisch und sowas. Das ist frech. Ja, aber da war ja auch kein Fleisch drin. Nein, einfach eine Ananassuppe. Und halt so Zitronen und so ein Kram habe ich reingemacht. Vielleicht war die Suppe einfach das, weiß ich nicht, verbuggtes Symbol. Vielleicht wollte sie gar keine Suppe haben, auch wenn sie ein Suppensymbol hatte. Was wollte sie denn dann haben? Irgendwie so ein Salat? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, aber da müssen wir auf jeden Fall laden. Du weißt, wie lange das dauern würde, ne? Oh ja, das würde ewig dauern. Guck mal, wenn wir am Tag 10 Lammkoteletts, und das ist ja schon realistisch, losgehen, dann wären es schon 5 Tage nur die Lammkoteletts. Dann müssen wir hier Zeitreise machen. Boah, ich bin in die 7. Dimension gereist. Ich hab den Mighty Man besiegt und musste die Minimax befreien. Alter, diese Gammelsuppe, die läuft, ne? Die läuft. Die läuft immer, die läuft immer. Also, es gibt nichts Besseres als vergammeltes Essen. Es gibt nichts Besseres als Dünschnahrung. Es ist halt Kimchi-mäßig und so, ne? Naja, das ist jetzt ein Lifestyle-Ding, ne? So vergammeltes, verrottetes Zeug ist Lifestyle. Urne, ne? Da werden die in so... Aus der Urne geschleckt, ja. Hier, wie heißt das? Einmachgläser, die werden dann eingemacht. Die werden angemacht, Anmachgläser. Aber warum nennt man das eigentlich Einmachgläser? Wenn ich mich einmache, habe ich Pipin. Ja, du bist immer eingemacht, ne? Ich bin immer eingemacht, ja. Ja, meine neue Kellertechnik. I like it. I like it. Die Tellertechnik dieses jungen Mannes war sehr beeindruckend. So, wie sieht's aus? Burger schon auf dem Grill. Oh, ich will gar keinen Burger machen eigentlich. Oh nein, da muss ich ja... Oh Gott, ich muss das alles nochmal neu machen. Ja, du musst jetzt auch befrieden, die keine, Frau. Ich hatte noch keine Brötchen mehr, aber einen Startburger kann ich ja schnell machen. Na, dann musste ich ran ans Werk machen. Einen Startburger, für einen habe ich hier noch alte Reste rumliegen. Ah, Sloppy Abby, die ist sehr, sehr, sehr Sloppy schwer Abby zu befriedigen.
Wirklich, die hat auch einiges durchgemacht, ne? Also ja, die hat einiges durchgemacht. Als Bahnhofslopper. Trainslopper. Ich war früher Trainslopper. Soll ich mal den extrem verkohlten Schädel in die Suppe reinmachen? Geht das überhaupt? Oh, der ist drin. Oder? Wurde er auch angenommen? Weiß ich nicht. Irgendwie, ja, ist rein. Er ist weg. Der ist ja auch nicht vergammelt oder so. Der ist einfach nur sehr durch. Wie hat es Ihnen geschmeckt? Das war sehr durch. Das war ziemlich durch, aber ansonsten... Alter, Baklava und Suppe. Jetzt will einer Burger. Jetzt musst du langsam den Burger fertig machen. Ey, aber da siehst du mal, wie lange das Essen eigentlich draufliegen kann, ohne zu verburnen, ne? Ja, klar, du kannst es richtig... Ich überlege auch, irgendwie so einen Für-Immer-Broiler zu machen. Mal gucken, wie schwarz der wird. Ich einfach so nebenbei... Richtig Schwarzbräuler. Ja, so einen schönen Schwarzbräuler. Für einen Meister dann irgendwann. Der dann sagt, ey, ich brauche so einen richtigen Hotbräul in meinem Mouth. Ja, der Meister, der gibt uns, glaube ich, Rezepte vor. Ich glaube, der Meister gibt Rezepte vor. Der sagt, hier kriegst du von mir Reis und eine alte Socke, die ich von meinem 19-jährigen fußballspielenden und Fitnessstudio-begeisterten Sohn gestern unter der Couch gefunden habe. Was ist denn da los? Warum holt sich denn jetzt niemand einen Burger? Guck mal, die Burgeranzeige füllt sich. Ja, warum holen die keinen Burger? Der Burger steht doch da. Aber irgendwie will niemand. Doch, da, er hat sich eingenommen. Ja, die anderen, eine die da? Der Ansturm ist einfach zu groß. Wir haben mittlerweile einfach einen zu großen Ansturm. Die wütende Masse. Jetzt haben sie sich eingeholt. Jetzt hat sich der Burgerknäuel hat sich gelöst. Sie wollen noch einen. Oh Gott, ist jetzt der schon weg oder was? Ja. Er ist weg. Der ist weg, du. Der zieht durch. Der zieht durch, Alter. Schön durch einen. Oh, Alter, jetzt kommt ein Burgersturm. Richtig schön durch einen Safter hat sie sich den. Ja! Er musste Ruhe Weckle draufkloppen. Ihren Weckle, Alter. Nee, das sind nur noch Burger-Enthusiasten hier. Alter, nur Burger. Der ganze Laden ist voll mit Burger-Freaks. Das gibt's doch nicht. Ne, wirklich jetzt. Sagen. Alles ist voll mit Burger-Leuten. Da musst du den schönen Teig gegen servieren. Alter, eben auch noch, die hat eine Windel des Zorns hat die verloren, die Frau, weil die ihren Burger nicht kriegt. Eine Zornwindel. Ja, gib ihr einfach so einen Teig gegen. Kann man den Teig gegen, kann man glaube ich noch nicht schneiden dann, oder? Guck mal, ob ich ihn schneiden kann. Doch, geht. Hier, schön teigigen. Komm, hier ein ungewürzter Teigigen. Jetzt schnell, oh Gott, ach, das kann ich, nee, das können wir nicht grillen. Was kommt da drauf, eine Zwiebel? Zwiebel und Kartoffel. Du hast da Knoblauch drauf getan. Ach, das rundet ab. Wie das aussieht. Wir haben keine andere Wahl. Zwei, Alter. Guck mal, wie viele das sind, der ist gleich weg. Kannst du eigentlich gleich den nächsten machen. Oh ja, die eine hier, die dreht durch. Jetzt schon die zweite Windel verloren. Oh Gott. Wir können eigentlich nochmal so ein teigiges Brät drauflegen. Ja, ich hab's schon leicht ungewürzt angegrillt. Kannst du direkt auf den Teller packen? Ich leg hier die Kartoffel. Oh Gott. Wo ist die Zwiebel oder kommt da nur eine Kartoffel? Nein, du hast die Zwiebel noch nicht drauf. Wir haben keine Zeit. 14,4, der wird besser, siehst du? Oh Mann! Das Eier, die geht jetzt wütend. Die eine, die haben wir nicht mehr versorgen können aus irgendeinem Grund. Ah, die Buns sind durch. Da fehlt eine Suppe. Chockte Supp. Die Hühnerkeulen. Jetzt kommen auf einmal die Keulen, Boys. Ach, Suppe hatten wir noch. Keulen fehlen. Ah, das sah eben von der Seite so komisch aus, als... Ich habe hier so einen extrem versenkten Broiler. Will den jemand vielleicht? Was passiert eigentlich, wenn ich so eine Suppe auf den Grill stelle? Ich will jetzt mal so eine schale Suppe auf den Grill. Aber auch dieses... Stell dir das mal vor, du kriegst so einen komplett rohen Teig. Weißt du schon? Ja, aber die Leute haben es runtergewürgt. Einen rohen Teig mit einer ungewürzten Scheibe fetter Sucuk in der Mitte. Oh, Alter, jetzt kloppen die sich da um die Knubbeln. Alter. Wow, das war...
Ah, ich hab hier die Koteletts. Bitte schnell inhalieren. Boah, und weg ist das Zeug. 14,6er, du. 14 und weggerissen, Alter. Kein Koteletts mehr. Alles ja eins noch. Ah, oh, wenn man seinen Kunden die Geschmacksnerven weglötet, dann fressen die alles. Ja, klar. Und wenn du hier im Gutsmack-Magazin im Bahnhof einmal... Gutsmack? Ich bin Gutsmack des Monats. Ich bin Gutsmacker des Monats. In der Gutsmack-App habe ich schon 6000 Gerichte probiert. Wir haben kein Salz, nur das nachgekauft. Ich habe Salz Neues gekauft. Ja, weg. Da ist nichts. Und Pfeffer auch. Renn mal rüber zu Baljuk. Ach, ich habe vorhin neu gekauft. Jetzt ist... Oh Gott. Ja, renn mal rüber zu Baljuk. Schnell. Zum alten Uchulak. Ich hol dein Fressen runter und zerschneid's dir. Salz und Pfeffer. Pfeffer auch. Ja, ja. Also so eine richtig kohlige Zwiebel habe ich da irgendwie jetzt runtergezogen vom Grill. Hier draußen ist ein Gullideckel. Die Gemeinde macht hier so einen Gullideckel sauber, weil der ständig verstopft ist. Wo ist das verbrannte Essen hier? Das ist auch noch kein Burger, das ist neues da. Ich stelle ihn später nochmal auf den Grill dann. Ja, kurz anglühen nennt man das in der Fachsprache. Kommt die jetzt, boah, oder was ist da los? Ja, eigentlich müsste die gleich kommen, oder nicht? Es kommt zumindest keine neuen Gäste mehr. Ah ne, da kommt ja noch Ding drauf, ne? Thymian. Er wird abgewürzt. Die Gewürzboys. Thymian? Hier. Oder? Auch schon so gut hier weg. Wer kommt die jetzt? Laden ist leer. Keine Ahnung, haben wir jetzt das Spiel kaputt gemacht oder was? War ich sehr abgeschreckt von diesem extrem heißen Bräuler. Ist die schon da? Wie, die schon da? Die sitzt die da hinten oder da? Was hat sich hier reingeschlichen? Die komplett, ist komplett eingestuhlt. Also Suppe ist kompletter Bull. Wie du sie geohrfeigt hast. Ja, ja. Hab ich richtig weggeslappt, die Alte. Was gibt's denn jetzt? Ananas gegrillt? Ich weiß, gegrillte Ananas mit einer Scheibe Orange, einer roten und bisschen Paprika. Rote oder grüne? Sie mag doch grün, oder? Boah. Hat sie nicht gesagt, sie mag grün so gern? Ja, aber ich glaube, rot ist sie auch irgendwie. Vielleicht ist das der Hinweis, weißt du, dass sie sagt, die grüne Küche. Alter, der Bräuler, guck dir mal an. Welcher Bräuler? Bräult er da rum? Den würde ich dir so gerne auf den Teller legen, du. Warte. Und Orange gebe ich hier noch eine Scheibe. Also meine Tante, die hat mal Fotos, weil sie auf einem Markt in Äthiopien war und da lagen auch solche Sachen rum. So, ich probiere mal das jetzt. Sie frisst schon mal, sie frisst. Ja. Das Weib ist direkt gekotzt. Ja, die Schwarzsuppe war zu heftig. Da haben wir Schwarzschwanzwurzel reingemacht. Oh, die hat auch noch ein bisschen nachgesalzen, ihre Ananas. Mm. Der ist ja so eine Salattante. Oh, wow, dieses Gericht ist fantastisch. Oh Gott, ich muss direkt auf Toilette, aber ihr habt ja alles in einem Raum. Ich gratuliere Ihnen, dass Sie auf die verschiedenen Vorlieben eingehen und ein solches Rezept für einen speziellen Durchfall auf Ihrer Speisekarte ermöglichen. Mm. Ich muss all meinen grünen Dünnschiss-Freunden davon erzählen. Schauen Sie sich auch Ihre Rezepte an. Ich habe einige neue hinzugefügt. Ich hoffe, du kochst weiterhin diese Art von Fraß. Mm. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt hat sie defekliert. Ende. Sie hat defekliert, aber sie mag das. Das ist eine ihrer Vorlieben. Sie hat zu Hause auch so eine Hängematte von dieser komischen Warum Insel. Warum ist jetzt in der Spüle der Burger? Wir haben einmal mit Spülwasser das Brötchen. Aber den würde ich mit drauflegen. Ich weiß nicht. So geht es der Betrieb weiter. Na, ah, guck, da kommt schon einer und will gut Sup. Triple B, Alter, der Big Black Broiler, ey.
Guck mal hier, ich kann auch voll gut die vorbereiteten Suppen hier warm halten. Ich überlege gerade, ob ich mir so einen Grill noch irgendwie dahin platziere. Ein Warmhaltegrill. Oder ja, eigentlich die Fläche, mit der die viel verwendet. Direkt in die... Komm, jetzt muss da noch einer einen Burger holen. Ich will es noch einmal kurz auf den Grill legen. Dass du hier diesen Glutbräuler da endlich verchecken kannst, ne? Der Glutbräuler. Höllenbräuler. Big Black Bräuler. Big Black Bräu. Ich habe mal so einen Film gesehen, der hieß. Sie sind jetzt bereit, ich warte auf deine Einladung. Alter, der Alter, Chef. Es geht ins Donde Final. Aber da steht. Da ist so ein Schloss davor, also. Na, wahrscheinlich geht's jetzt nicht. Wahrscheinlich müssen wir erst die Nacht zu, also den Tag zu Ende bringen und eine Nacht haben, nochmal eine Nacht drüber pennen. Weil der wird uns richtig Handkante geben, du. Das kann ich jetzt schon sagen. Alter, der Ananas-Kebab. Kann mir nichts Ekelhafteres vorstellen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Richtige Vergewaltigung der Geschmacksnerven, du. Ja, manchmal, ne, die Leute wollen das intensive Feeling. Ist der Aschebräule schon drauf? Nee, ist immer noch zwei. Nee. Erst so ein Burgersturm, jetzt will keiner mehr Burger. Und irgendwie ist auch mehr geworden. Ich glaube, einer hat einen Burger zurückgelegt. So ein Reserveburger, ne? Jetzt kriegen wir dann vegane Rezepte oder was? Ich leg noch Orange mit. Ja, die ist halt übrig geblieben. Was soll ich damit machen? Ja, okay. Boah, alle Zwiebeln sind schon wieder weg. Ich hab doch erst gekauft. Wir könnten auch noch einen alten Bide mit drauflegen oder so. Haben wir auch noch. Bide-Rollen. Einen alten Bide. Oh, Baklava kannst du mal drauf machen, weil ich bin gerade dabei. Ja. Hier Lamm zu machen. Ih, Alter, ich habe gerade seine Zunge gesehen irgendwie. Schön alten Pide. Boah, jetzt auf einmal ist hier wieder so ein Lammsturm, ne? Alter, aber richtig. Quadruppel Lamm wieder. Aber das ist so ein fieser Lammzorn. Davon habe ich schon gehört. Alter, so viel Lamm. Ich könnte danach gleich wieder Lamm machen. Was ist denn das hier überhaupt? Ach so, das ist so ein Ding. Und Lamm ist wahrscheinlich gleich weg. Ja, Lamm ist... Ich kann direkt weiter Lamm machen. Das ist weg, ne? Das ist weg, ja. Le Couleur? Warte mal. Le Couleur du Mal? Le Couleur? Le Couleur? Ich meine, er muss doch hier... Hat noch so Zeit oder so. Sind die, ach, die ist schon wieder voller Hass. Ne, ich kann das quasi roh den jetzt irgendwie vor die Füße schießen. Ich habe ja de facto gar keine andere Wahl. Und zwar bräule ich hier die Leute. Da kommst du nicht hinterher, du. Was wollen die jetzt? Zwiebelsuppe ist auch leer. Ja, ich schmeiß den quasi hier die rohen Koteletts. Ey, keiner isst mehr den Burger. Oh, jetzt kommt einer. Jetzt, weil sie wissen, dass ein Aschebräuler danach kommt. Ich hab draußen einen Leopardentisch hingestellt. Das ist kein Leopard. Das ist da irgendwie in der Vorschau, sah es aus wie Leopardenmuster. Und denkst du, da frisst irgendjemand drauf? Weiß ich nicht. Einfach testen. Den kann man ja, also wir stellen die dann noch um. Oder wir stellen hinterher so viele Tische so eng aneinander. Was ist das? Dass niemand mehr den Laden verlassen kann. Guck mal, was da drin abgeht. Selbst die, die Hand ist noch da. Die hat jetzt schon Bad Smiley. Die ist richtig unglücklich. Und er schnuppert irgendwie da an ihr. Hast du gesehen? Er hat seine Finger so unter der Nase. Ah. Oh, er schnuppert, der Typ, der da sitzt. Alter, guck, Alter. Jetzt ja, riecht er weil noch. Weil die hat so richtig schönes... Salz auf ihren Hintern. Die hat so richtig schönes Bio-Dünsch. Er hat Salz auf ihren Hintern gestreut. Jetzt beißt er in die Zitrone und trinkt einen Tequila. Was ist das für ein Perverser? Guck mal, jetzt wieder so eine Ansammlung von minderwertigen Pfandflaschen.
niedrigpreisigen Pfand. Boah, Lamm ist schon wieder weg. Oh, der letzte Burger. Vielleicht kannst du hier den Aschekeuler drauflegen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass jetzt echt nochmal die Koteletts uns, ja, fehlen uns. Ich muss Koteletts machen. Alter, hier liegen so richtig harte Handtücher im Eingangsbereich. Die sind total knackig. Die Knacktücher hier. Überall liegen hier die Knacklappen rum. Boah, wir haben keine Zwiebeln mehr. Die sind auch schon wieder weg. Ja, aber ist jetzt eh vorbei. Ich stell das hier so lange noch in den Kühlschrank mit dem Kohlebräuler. Das können wir morgen servieren dann oder so. Aber hier gibt's nochmal Lammbuben, ne? Da wird nochmal Lamm. Und Lamm fliegt vielleicht eh aus der Karte. Wir sehen, wie die Leute sich winden und quasi blitzdefekieren. Aber der Tag ist vorbei, wir können noch zocken gehen. Hier, die räumen alles ab in der Zeit. Ja, warte mal, ich gebe dem einen noch sein Lamm-Ding, weil dann können wir Lamm von der Speisekarte werfen. Das ist eh Max-Level. Ach so, und dann haben wir es auch nicht mehr hier im Kühlschrank rumliegen. Können was Neues servieren, genau, und haben es nicht mehr im Kühlschrank rumfliegen. Es wäre halt super geil, wenn du so Sonderbestellungen hättest mit extrem verbrannter Broiler, so. Das wäre super geil. Da muss irgendjemand modden. So Sonderbestellungen. Ich mag halt meinen Pizzaboden Kohle, weißt du? Ich mag das auch. Ich mag, wenn meine Pizza so richtig schwarze Flecken hat. Ist voll lecker. Nee, das ist ja richtig ekelhaft. Wir fristen sowas. Ich, Alter, doch, auf jeden. Es war auch so voll geil. Und meine Schwester hat irgendwann mal eine Pizza gemacht. Die ist hier voll verkohlt. Die war richtig dunkel. Also die war... Ne, die war richtig schwarz, damit hättest du auch wirklich, also da könntest du jagen gehen mit dem Ding, ne? Du könntest jemanden erschlagen. Sie hat die in die Küche gestellt und dann dachte ich mir so, hör, die ist schon kalt und so. Ich kam von der Schule und dachte mir so, na komm, die ist doch voll geil, so richtig schön verbrannte Pizza, ne? Und hab mir die Pizza reingefegt und meine Schwester kommt rein, war mit dem Hund draußen und kommt rein und sagt, ey Leute, mir ist die Pizza verbrannt. Ich gebe hier 5 Euro, wer die noch isst, so, weißt du? Und sagt so, hä, wo ist die Pizza? Und ich sag, ich hab die gegessen. Du bist aber auch echt so ein Mensch, der keine Geschmacksnerven hat, oder? Man merkt einfach, dass du der Küchenchef bei Dünsch bist. Exquisit. Ich habe exquisite Geschmacksnerven. Oh Gott, ich hab jetzt 9er. Oh, 12. 9er ist Bräuner. Oh, 18. Na, ich muss hitten. 18? Ich muss stayen, Alter. Oh, 21. Oh. Was? Ach, leck mich doch am... Ich habe Geld bekommen. Hä? Du gewinnst. Du Gewunder. Stand bei mir. Du verlieren steht bei mir. Du Gewunderlech. Wie bei Dings am Ende immer bei... Alter, jetzt zieht er aber... Was hast du hier für ein Heck? 17. Ja, ist 10, aber auch Alter. Nicht. Ja, ich muss stayen, das ist zu risky. Oh, 19, jetzt stay. Boah, ja, Mann, das gibt Geld. Alter, dann haben wir aber auf den Kohlebräuler hinten rausgesaftet. Ja, haben wir gekohlt. Oh, ich komme hier nicht mehr weg. Wie komme ich vom Tisch? Boah, nein. Richtig, richtig Partei. So. Louis Partey. Hallo, mein Name ist Louis Partey. Microsoft. Maximum. Gehen eigentlich unsere Automaten gut weg? 60 Gerichte serviert. Oh, 17.000 machen wir mit den Automaten und so. Ja. Kann man mal machen. So, ich sehe hier nichts. Was ist hier? Was soll das? Jetzt, wo ist denn Jacques-Gümme? Nee. Komme bald. Was heißt komme bald? Komme bald. Unten auf dem Komaball war ich gestern. Joghurtsuppe, haben wir alles noch nicht frei. Auf dem Komaball. Hä, aber so jetzt neue Rezepte haben wir von ihr nicht gekriegt, ne? Obwohl ihr ja 4 neue Rezepte droppen soll. Auf dem Komaball. Ich sehe keine. Ja, da brauchen wir 280 und dann 300 und 320. Heute kommen 48 bis 61 Gäste, werden heute erwartet. Naja, morgen. Und wir haben jetzt halt nur diesen Ananas-Ekel-Ding. Kebab. Den wollen jetzt halt die Leute fressen. Einen ekelhaften Ananas-Kebab. Wir können jetzt Ananas kaufen, die 800 pro Ananas löhnt. Boah. Naja, gut, egal, oder? Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss.